Oh, hier habe ich diesmal die DVD-Box von Stargate SG-1. Stargate Kommando SG-1. Staffel 1 bis 10. Die komplette Serie inklusive Stargate Continuum, Stargate The Ark of the Truth und Stargate SG-1 das Tor zum Universum Final Cut. So, ich mache es einfach mal ganz lieblos. Zack. Upsala, was soll das? Die ganze Chose mal zu zeigen. Ich habe mir gedacht, ich warte einfach mal so lange, bis es komplett rausgekommen ist, weil alle anderen haben sich mal die DVD-Boxen geholt, der einzelnen Staffeln. Aber nee, das war mir dann doch. Ich wollte alles so komplett haben und es war relativ günstig. Kriegt man immer mal wieder für ein Apple und ein Ei bei Amazon oder in anderen, bei eBay oder ach, wo auch immer. So, hier hatten wir schon mal Stargate, Ark of Truth und Continuum. Continuum. So, die komplette Season 5 auf 5 DVDs. Ich habe diese Serie ja unglaublich geliebt. Ich habe die als Kind ja sowas von vergöttert. Das muss ich ja dazu sagen. Weil. Die erste Season ist rausgekommen. Oh, wann war denn das? 90er Jahre, glaube ich, irgendwann. Und es war schon wirklich, wirklich cool. Also ich habe die als Kind wirklich aufgesaugt und habe mich jeden Tag gefreut wie ein Schneekönig, wenn die Serie im Fernsehen gekommen ist, auf RTL 2 oder wo auch immer. So. Das finde ich an diesen DVD-Boxen halt ein bisschen lieblos, dass die DVDs einfach nur direkt übereinander sind. Finde ich nicht gut. Ist bei anderen DVD-Boxen definitiv besser gelöst. Auch, ich muss jetzt mal gucken, ja, das Problem ist halt, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, bei welcher das besser gelöst ist. Chuck. Chuck die Serie. Bam, bam, hätten wir hier, sind halt, boah, ich weiß nicht, also, ja, minimal breiter, also ich finde, das hätte man, ich hoffe, man kann es sehen, die sind wirklich, minimal breiter, die Boxen, und bei Chuck ist es halt besser gelöst, du hast 6 DVDs da drin, oder, upsala, ja, und dann hat man es halt, die fällt jetzt jedes Mal raus, so gelöst, dass du halt hier zwei hast, auf der Hinterseite zwei und in der Mitte hast du nochmal diesen separaten Schuber, oder diese separate, ja, wie das auch immer heißen mag. Finde ich cooler, als direkt alles hintereinander zu setzen. Ja, aber behindert ja nicht die Funktion. Trotzdem ist es Stargate und es ist geil. So. Dann hätten wir hier nochmal gleiches Spiel. Auch die 6 DVDs drin. Season 2. Season 3. Sie werden nichts geändert haben. Season 4 auf 6 DVDs. Heutzutage, da denken die pragmatisch und das ist einfach nicht mehr so. Ja, es ist alles ein bisschen lieblos, finde ich. Wenn man sich damals so an diese ganzen DVD-Boxen erinnert, wie die ausgesehen haben, und dann hat sie noch einen Pappschuber drin und die CDs waren wie. Ja, die waren halt. Was wollte ich hier sagen? Total aufwendig bedruckt und dann war hier noch. Irgendwas Bedrucktes drin und so. Das war früher ein bisschen cooler. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Boxen damals wesentlich teurer waren. Heutzutage kriegt man die Box hier ja, glaube ich, auch schon für 50 Euro oder ähnliches. Bei welcher Staffel bin ich jetzt? Jetzt bin ich schon bei Season 9, 8. Ich wollte es eigentlich sortieren, verdammt. Jetzt kommt 10 wieder raus. So. Das Season 6, sie haben nichts geändert, sie sind immer nur 6 DVDs, ist nichts drin. Season 7, Season 8 ist trotzdem, wie gesagt, eine geile Serie. Ich habe sie geliebt, ich habe sie als Kind geliebt und ich liebe sie heute noch.
So. Season 10, so. Ja, und wer sich noch an die alten erinnern kann, wenn du die einzelnen DVDs gekauft hast. Ne, das waren die einzelnen Filme von Stargate, Star Wars oder waren es auch DVDs. Wo das dann, wo du die dann, ne, das waren die auch DVDs, wo du die nebeneinander gestellt hast und die haben dann so ein Bild ergeben. Das war auch sehr cool, davon mal abgesehen. So, jetzt habt ihr dieses gute Stück mal gesehen. Ich werde euch das Teil auf jeden Fall verlinken. Lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Qualität ist gut. Und macht im Regal was her. Muss das Ding jetzt auch irgendwo gut positionieren in meinem Regal, weil ich gerade am Aufräumen bin. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Oder meinen Kanal liken. Oder was auch immer. Ihr könnt ihn auch disliken, wenn ihr das wollt. Alles kein Ding. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.